Willkommen zurück, mein Name ist Marius Ebert. Es geht noch einmal um die Strategie der Kostenführerschaft. Und ich hatte in dem anderen Video, wo ich das ausführlich erläutert habe, ausführlicher als ich es hier erläutern werde, gesagt, dass die Strategie der Kostenführerschaft eine strategische Waffe braucht und auch hat. Ja, Strategie der Kostenführerschaft geht nicht ohne diese strategische Waffe hier, den Erfahrungskurveneffekt. Strategie der Kostenführerschaft nennt man auch Strategie der Preisführerschaft. Das hängt natürlich miteinander zusammen, hängt zusammen. Preisführerschaft heißt, du bist der preisgünstigste Anbieter und das geht nur, wenn du deine Kostenstruktur komplett im Blick und im Griff hast. Also Strategie der Kostenführerschaft erfordert auch ein sehr präzises Controlling, vor allem ein Kostencontrolling. Controlling heißt Steuern, also ein gezieltes, tagesaktuelles Steuern der Kosten. Immer wieder schauen, wo kann man Kosten senken. Das ist die Kostenseite dieser Strategie. Und diese Strategie braucht hohe Stückzahlen und da kommt der Erfahrungskurveneffekt ins Spiel. Der Erfahrungskurveneffekt ist der Kostensenkungseffekt. Bei hohen Stückzahlen und zwar schon bei einer kumulierten Verdoppelung, sagt man. Kumuliert bedeutet, du produzierst in der ersten Periode 10.000, in der zweiten Periode auch nochmal 10.000, dann hast du kumuliert 20.000 und damit eine kumulierte Verdoppelung. Schon das bringt dir eine Kostensenkung um rund 30%. Das hat vor vielen, vielen Jahren mal die Boston Consulting Group herausgefunden. Bei einer kumulierten Verdoppelung der Ausbringungsmenge sinken die Kosten pro Stück um circa 30%. Das ist so eine Richtgröße. Im Einzelfall lassen sich hier noch sehr viel größere Kostensenkungseffekte erzielen. Nämlich, wenn man mal den Erfahrungskurveneffekt genauer betrachtet, dann sieht man hier vier kleinere Hebel, die zu diesem großen Hebel führen. Da ist einmal die Fixkostendegression. Je nachdem, in welcher Branche wir sind, haben wir mehr oder weniger hohe Fixkosten. Diese Fixkosten nennt man auch K-Fix. Und hier haben wir die Ausbringungsmenge. Jetzt heißt es ja, die Ausbringungsmenge nimmt sehr stark zu. Die Fixkosten haben aber die Eigenschaft, dass sie sich unabhängig von der Ausbringungsmenge immer am gleichen Wert bewegen. Deswegen heißen sie Fixkosten. Aber wenn man sie jetzt umrechnet auf die Stückzahl, dann entsteht dieser Effekt. Ja, wenn ich also hier die Stückzahl in die hohe Höhe treibe, dann, man kann sich das auch als Bruch vorstellen, ne? Das sind die Konstanten K-Fix. Und wenn ich jetzt hier die Stückzahl im Nenner in die Höhe treibe, dann sinken die Fixkosten pro Stück. Rein rechnerisch sinken die sehr stark und folgen hier dieser Kurve. Das nächste sind die sogenannten Übungsgewinne. Wenn ich hohe Stückzahlen habe, dann bedeutet das, dass ich das Gleiche sehr, sehr oft mache. Entweder ich produziere das Gleiche sehr, sehr oft oder ich handle mit dem Gleichen sehr, sehr oft, je nachdem, ob ich Produzent oder Händler bin. Denn auch für Händler gilt im Prinzip dieser Effekt. Ursprünglich kommt es wohl aus der Betrachtung der Produktion. Übungsgewinne bedeutet, ich mache das Gleiche sehr, sehr oft und damit ökonomisiere ich meine Bewegungen und meine Abläufe. Ich werde ökonomischer, ich werde präziser, ich konzentriere mich darauf, dass ich meine Instrumente, die ich brauche, um zu produzieren, meine Werkzeuge, die ich brauche, um zu produzieren, immer an die gleiche Stelle lege, damit ich sie griffbereit habe, wenn dieser Bearbeitungsschritt antritt und so weiter, eintritt und so weiter. Ja, Übungsgewinne bedeutet Ökonomisierung der Abläufe, der Bewegungen auch. Ja, das macht man automatisch.
Wenn man eine Sache einmal macht, dann macht man sie schlampig und nachlässig. Wenn man aber weiß, das muss ich jetzt dreimal am Tag, kommt das, dass ich diesen Ablauf hier habe, dann macht man sich zum Beispiel eine Checkliste. Das ist zumindest sehr klug, das zu tun. Übungsgewinne. Dann haben wir die Preiszugeständnisse. Von wem? Der Lieferanten. Ich kürze das mal ab. Preiszugeständnisse der Lieferanten. Wenn ich 1000 Stück bestelle, kriege ich einen anderen Preis, als wenn ich sage, ich will 100.000 Stück. Kriege ich einen anderen Stückpreis. Denn der Lieferant möchte auch den Erfahrungskurveneffekt erzielen, möchte auch hohe Stückzahlen, weil für ihn die Welt dann auch völlig anders aussieht. Deswegen macht er uns einen ganz anderen, viel günstigeren Preis. Und parallel dazu, wenn ich in hohen Stückzahlen einkaufe, gewinne ich natürlich an Macht. Na, das ist völlig klar. Dieser Erfahrungskurveneffekt ist auch ein Machteffekt. Und als letztes haben wir die neuen Maschinen. Man kann, wenn man eine gewisse Stückzahl regelmäßig erreicht hat, in Maschinen investieren, wenn man es jetzt wieder aus Sicht des Produzenten sieht, in Maschinen investieren, die sich bei kleinen Stückzahlen nicht lohnen, die aber bei großen Stückzahlen immens kosteneffizient arbeiten. Nur die brauchen eben, was weiß ich, 100.000 Stück am Tag, die da irgendwie durchlaufen. Und dann läuft diese Maschine optimal. Das ist für diese Maschine dann auch der optimale Auslastungsgrad, den ein normales Unternehmen, das nicht in diesen Dimensionen ist, niemals erreicht. Deswegen lohnt sich die Maschine nicht. Wenn man aber regelmäßig dieses Niveau erreicht hat, dann kann man investieren in diese neue Maschinen, die in dieser hohen Auslastung sehr kostengünstig arbeiten. Und diese vier Elemente zusammen ermöglichen diesen Kostensenkungseffekt, den wir auch nennen Erfahrungskurveneffekt. Und noch einmal, das ist auch ein Machtfaktor. Ja, Wirtschaftsleben hat wesentlich mit Machtfragen zu tun. Das ist eigentlich das, was die Sache treibt und auch bestimmt. Ja, wer hat die Macht? Und wenn man diese hohen Stückzahlen hat, man weiß, man verkauft, wie zum Beispiel Aldi, man verkauft jeden Tag davon, was weiß ich, 10.000 Stück, dann hat man natürlich auch die Macht beim Lieferanten, die Preise entsprechend zu drücken, unter anderem. Okay, das soll genügen für dieses Video. Mir ging es hier um den Zusammenhang. Ja, Kostenführerschaft braucht Controlling und braucht vor allem den Erfahrungskurveneffekt. Und darum ging es mir in diesem Video, diesen Zusammenhang herzustellen und klarzumachen. Denn das kann besonders in einer mündlichen Prüfung ganz leicht mal passieren. Ne? Man lässt sie die Strategien erläutern und dann sagt man, ja, okay, wunderbar. Alles erklärt, Differenzierungsstrategie, Nischenstrategie, Kostenführerschaftsstrategie, wunderbar erklärt. Jetzt gehen wir mal etwas genauer in die Kostenstrategie oder Kostenführerschaftsstrategie oder Preisführerschaftsstrategie, wie auch immer, ist alles das Gleiche. Was braucht es denn dafür, unternehmensintern? Und dann wäre eine gute Antwort, es braucht ein sehr gutes Controlling. Und es braucht eben diesen Erfahrungskurveneffekt. Ja, wunderbar, ja, dann erläutern Sie den doch mal bitte. Na, so geht es in der mündlichen Prüfung. Alles Gute, Marius Ebert. Wollen Sie Ihre Lernmotivation steigern? Dann klicken Sie für Insider-Informationen auf den Link unter diesem Video.